Der Coach-Slot wird gefüllt und damit geht's jetzt auch los. Ich denke, Mousepods hat hier Chancen. Inferno und Nuke kannst du auf keinen Fall vergleichen. Und damit starten wir also in Map Nummer 2. Mousepods gegen Astralis. Das letzte Spiel für beide Teams hier in der regulären Saison der ESL Pro League. Für Astralis wird es sicher nach Odensee zu den Finals gehen. Mousepods, ja, kann nichts anderes machen, als noch ein bisschen Tabellenkosmetik betreiben und vielleicht hier noch 3 Punkte mitnehmen. Aber da gibt es direkt den B-Push. Erster Kill gegen Sunny und Chris J fällt direkt hinterher. Der B-Spot sofort gefallen. Das ist eigentlich ein Todesurteil für die CT-Seite. In der Pistol geht man das natürlich noch an. Zipex hat sich nochmal eine USP geschnappt. Oh, direkt das Brett dagegen. Robs. Über die CT-Base kommt noch Oscar und da unten fightet. Dann auch Stüke, aber auch der wird von Zipex mitgenommen. Und das nächste Brett fliegt da über den Server. Hat man sich bestimmt noch ein bisschen an den Särgen bedient. Und damit 1:0 für Astralis. Ja, da geht die Fahrt aber auch direkt ins Gesicht von Mousepods. Ja gut, B-Rush ist etwas schwierig aufzuhalten auf der CT-Seite, finde ich. Da muss schon jeder Schuss sitzen, ansonsten hast du ein großes Problem. Und hier gingen eben einige vorbei. Nächste Runde für Astral, sogar mit einer P90 bei Dupree. Also wenn der keinen Bock hat, dann weiß ich aber auch nicht. So, Banane, First Rack bekommen, aber da stehen immer noch 2 Spieler auf dem B-Spot drauf. Chris Jay und Oscar. Man hat da so ein Triple-Setup an B in dieser Runde gespielt. So, kurze Offensivaktion, wieder ein bisschen Damage hinterher. Ja, auch ein Force-Buy von Mousepods, darf man nicht vergessen. Und jetzt rotiert sogar schon Styko rüber, aber das war nur ein Fake. Der Spieler am Haus geht down und Zipex geht da jetzt auch vor. Nochmal der Kill von Glaive hinterher, also den Spot-Spieler hat man dann auch noch bekommen. Und Chris J mit einem und ein schöner Zweiter von Chris. Sehr stark. Okay, aber der Molotov, oh, das wird sein Todesurteil sein. Da kommt er nicht mehr raus. Nur noch Oscar und den findet Gerbi da noch an der Smoke-Kante. 2:0 für Astralis. Die P90, die hat man weggeworfen, aber hat 2 AKs und eine UMP noch mitgebracht. Und Mousepods wird jetzt halt einfach eine Full-Eco einlegen müssen. Ich kann gar nicht genau verstehen, warum Robs jetzt hier auf 1-4 runterkauft. Auch Sunny gönnt sich dann noch eine P250. Muss man eigentlich nicht machen. Ich denke, das ist schon mal das Zeichen, dass es Mousepods hier auch nicht unbedingt darum geht, jetzt noch mehr Preisgeld mitzunehmen. Wenn das jetzt überhaupt noch möglich ist. Und, sondern, ja, dass sie das Spiel einfach noch ein bisschen locker runterspielen wollen. Vielleicht ein paar Sachen ausprobieren für die Dreamhack Winter. Vielleicht auch fürs Major, das ja auch nicht mehr allzu weit weg ist. Ende Januar geht's wieder um die Wurst. So, Device. Ja. Will jetzt natürlich hier noch ein bisschen den Klingelbeutel gefüllt sehen. Oh Mann, das brennt hier auch schon wieder gegen Styko. Ja, und wie sauber der da einfach nur am Rumtappen ist. So, Dupree bekommt jetzt die MAC-10. Der Nächste, der noch ein bisschen Geld mitnehmen darf. Das sieht nach Kommunismus aus. Bei Astralis. Und Zipex hat den letzten mit der AK noch gemacht. Der kriegt ein bisschen weniger. Ja, das Geld wird gut verteilt bei den Dänen. Und da ist direkt eine Pause drin. So, ich weiß jetzt nicht genau warum. So, wir können mal aufs Scoreboard schauen. Bei Mousepods sieht es mit den Frags bisher noch eher mau aus. Gerade Chris Dre mit 3 Kills noch dabei. Aber der Rest hat noch gar keinen Frag gemacht. Gut, erst 3 Runden gespielt. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Weil auf Seiten von Astralis hat Zipex hier ordentlich Spaß, bereits 5. Aber das Scoreboard sagt an der Stelle natürlich noch nicht ganz so viel. Was gibt's denn heute eigentlich zu futtern? Wir haben Vitello Tonato, Caprese gibt es noch dazu, kosten nur 7 Euro heute. Canadi Calamari noch dabei, also schön mit Meeresfrüchten. Und irgendwas mit Zucchini gibt es auch noch, kostet 8 Euro. Und Zucchini eigentlich nicht so teuer, ne? Und als Hauptspeise haben wir noch Trüffel im Speckmantel anscheinend. Keine Ahnung, mit Taleggio und Spaghetti Vongole 8,50 Euro. Also ihr könnt dann gerne eure Bestellungen an @hetschinski auf Twitter dann weitergeben. Vielleicht auch mit Screenshot, ne? Na gut, weiter geht's. Die Pause ist raus. Und Mousepods jetzt mit der ersten Waffenrunde. Ganz entscheidend auf Inferno immer die Bananenkontrolle. Aber ich denke, dass Mousepods hier
fürs Erste etwas defensiver steht, aber denkst du, Chris J geht an die Sandsäcke, wird lieber die etwas defensivere Position. Ja, da kommt der Molotov, Doppel-Molotov. Chris wird etwas Schaden bekommen. Dupree jetzt schon im Haus, bisher relativ Standard aufgebaut. Hauskontrolle, Bananenkontrolle für Astralis. Ziehen sich aber sehr schnell aus der Banane zurück. Und werden jetzt gleich den A-Spot angreifen. Ihr seht, dass da ein Triple-Aufbau auf kurz ist. Robs hat seine Position verraten. Jetzt müssen die Kurzspieler vorkommen und schauen, dass sie ihn direkt holen können. Der Molotov direkt zur Treppe. Und Dupree bekommt den Kill an der Stelle. Und sie sehen, wie viele Leute sind. Styko mit einem Kill. Oscar kann noch einen holen, aber Dupree wechselt auf die 5-7 und auch der geht down. Die Bombe wird noch so gelegt, dass man da aus dem Pit ganz gut agieren kann. Und ich denke, dass auch Zipex die Position dann einnehmen wird. Genau, stellt sich unter den Balkon. Sunny passt nochmal gut auf. Der Retake generell sehr schwer auf Inferno an beiden Positionen. Und vielleicht könnte man hier auch überlegen, die beiden M4s nochmal zu saven. Aber sie gehen nach vorne. Gute Smoke hier hin, aber Zipex durch die Smoke mit dem Shot gegen Sunny und Dupree auch. Ja, fast im selben Moment dann den Kill gegen Chris J geholt. 4:0. Astralis also auch mit der ersten Waffenrunde. Mouseboards wird da nochmal sparen müssen. Ich denke, jetzt kann man ein bisschen mehr investieren. Der Loser-Bonus jetzt nach dieser Runde auch komplett am Anschlag. Also da wird es dann $3.400 geben, die man dazu bekommt. Und ja, das bedeutet eigentlich auch, dass man super kaufen wird. Und der Mitte-Push direkt mal erfolgreich. Chris J mit einem Kill ist aber der Einzige, der wirklich nach unten geht. Seine Mädchen ein bisschen weiter hin und dadurch bekommt Kirby noch den zweiten. Robs allein an B. Ja, ein Kill gemacht. Guter Hit von Oscar in der Mitte. Aber da steht Zipex noch vorne und den kriegt Oscar ebenfalls. 2-on-2 und beide Spiele angeschossen. Robs muss hier aufpassen, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. Und das ist so gefährlich. Glaive sieht so aus, als wollte er es noch checken. Er hat die Bombe. Robs zieht noch nicht rum. Oscar ist jetzt zum Backup dabei. Und ich glaube, Kirby wird nochmal auf geheime Mission geschickt und soll da aufpassen. Aber Oscar mit dabei. Und ich glaube, sie boosten ihn. Das ist nochmal ein Infoplay. Glaive hier unten. Und hat es auch gesehen. Hat den ersten geholt. Das heißt, die Runde liegt jetzt auf den Schultern von Robs. Und jetzt ist natürlich auch der letzte Spieler bekannt. Aber es war so oder so klar. Und die Aktion von Robs lässt die Munition leer. Glaive flasht nochmal. Und jetzt muss es natürlich zack, zack die Mitte hochgehen. Auch hier ein schönes Detail. Man geht überall lang, denn da macht man den Winkel sehr spitz. Wenn Mitte unten der Spieler rumzieht, dann hat man, dann ist er direkt weg. Wenn er Richtung kurz läuft, ist da eben nochmal ein kleines Zeitfenster, wo er abgezielt werden kann. Mit 7 HP wählst du lieber den sicheren Laufweg. So, Robs hat jetzt die AK. Ich meine 97 HP, er hat kleines Kevlar. Zieht hier rum, aber er macht schon Steps und ich denke, hier wird Kirby gleich rumziehen, weil eben niemand an ihm vorbeigelaufen ist. Er macht den Kill und da ist das 5:0. Das war eine riesen Gelegenheit für Mouseboards. Ein bisschen schade, oder ich muss es eigentlich anders sagen, die Position von Glaive war es, glaube ich, an der Smoke war perfekt. Wenn sie den Turm eben machen an der Mauer, wie sie es dann auch gemacht haben am Ende, wird er nicht gespottet. Nutzt die Smoke so lange aus, wie sie geht, wie sie eben noch offen liegt und dann, also es ist einfach wirklich wunderbar gespielt gewesen von ihm und da kann man auch Mouseboards keinen Vorwurf machen, sehen, dass niemand in der Banane steht, wollen dann nach vorne gehen, um eben zu backstabben und dabei verlieren sie noch einen Spieler und Astralis bleibt einfach stark in diesen X-on-X-Situation. Kriegen auch hier wieder einen First Break, auch wenn Glaive nur noch 4 HP hat. Kill ist Kill. Und interessant ist vor allem, dass Chris J. Darktow stehen bleibt. Und da gibt es hier die Banks. Ja, Device darf da nicht abdrücken. Der nächste Smoke Bang hinterher. Und Kirby mit dem Kill. Also Chris J. sollte da sehr viel Schaden machen mit der Flash nach vorne. Ist auch ein sehr aggressives Spiel, das man auch kurz hier versucht. Robs in der am Haus nochmal erfolgreich. Robs mit dem zweiten. Den nächsten Spieler dann kurz geholt. Geht jetzt in den Pit rein, aber da verliert er sein Backup. Ist jetzt so, will jetzt sogar noch reingehen. Wurde gesehen. Und das ist sein Todesurteil. Robs geht down. Und es ist nur noch Oscar. Der hatte B schon ausgeholfen. Und jetzt hat er ein 1-on-3. Er weiß hier an der Lage. In der Bibliothek kann noch jemand stehen. Hier verschossen. Sofort der Blick, dass da jemand auch rumziehen könnte von hinten. Und das alles kostet ihn so viel Zeit, dass auch diese Waffenrunde nichts wird für Mouseboards. Das kann man an der Stelle jetzt schon sagen. Vielleicht bekommt Oscar jetzt noch den Frag gegen Dupree, der nicht genau weiß, wie weit Oscar hier schon verschoben ist. Deswegen passt er hier auch auf und Oscar ist nochmal in die Bibliothek reingekommen.
Aber der Zoom würde ihn verraten. Er bleibt hier noch stehen. Will jetzt sogar hin und mit der Smoke in der Hand bitte niemanden töten. Kirby hat ein leichtes Spiel. Vielleicht auch ein bisschen Glück. Und Diffuse Kit hatte Oscar auch nicht. Das hätte also auch kein Ninja Diffuse hier werden können. Weiß nicht genau, was er da jetzt noch vorhatte. 6:0. Und Mouseboards mit der Macht von Grayskull, mit der Macht der Verzweiflung, wird hier nochmal eine halbe Buyround ausgepackt. Zweimal Make 7, eine UMP und zwei Deagles mit ein paar Granaten dabei. Sie haben Geld drin gelassen. Zipex. Ja, nach vorne. Robs hat hier interessante Smoke. Hat einen Hit verteilt. Und eigentlich könnte Dupree versuchen, hier zu backstabben, aber vermutet eine kleine Falle. Und Stuko geht tatsächlich vor. Robs hat seinen Kill am Haus noch bekommen. Vielleicht kann Oscar dann noch den nächsten den Trade-Kill holen. Oh, und seht euch das an, er hat ihn gesehen. Die Smoke hier hin und bevor die aufgeht, macht er seinen Kill, schnappt sich dadurch eine AK. Und das zwingt das Spiel von Astralis so ein bisschen Richtung B, weil sie an A keine Räume bekommen. Und alle Spieler von Mousebot sind an A versammelt. Wirklich schade, dass es in so einer Runde keinen einzigen Spieler gibt, der den B-Spot da deckt. Ich hatte jetzt nicht ganz am Anfang auf den Aufbau geachtet. Vielleicht wurde da auch verschoben, weil es eben wieder so viel Druck Richtung A gab. Also das selbst mit den zwei AKs, die jetzt dabei sind, ist das eine schwierige Runde, weil es eben wieder in den Retake reingeht, weil es da gute Afterplan-Positionen von Astralis gibt. Ihr seht das Kreuzfeuer-Setup, ihr seht einen Glaive in der Banane, der den Blick auf die Bombe hat. Der stellt sich wieder an die Smoke ran, geht sogar durch. Unterstützt seine Mate, aber will da vielleicht zu viel. Er wird von Sunny geholt. Der wird gerefragt. Robs geht aber auch noch down und Oscar war nicht mal richtig dabei. Der hat gehofft, dass er auf die Distanz noch jemanden kriegt, der unvorsichtig ist. Jetzt hält er beide Spieler da noch fest, aber nicht lang genug. Die Bombe wird nicht explodieren. Das ist das 7:0. Aber mit dem vollen Loser-Bonus macht Mousebots das eigentlich ganz schlau, immer wieder diese die SMGs zu kaufen. Bisschen Granaten dazu, kleines Kevlar noch mit dabei. Und dann halt immer wieder so viel Geld drin zu lassen, dass es nächste Runde nochmal eine richtige Buyround geben kann. Eigentlich ganz schön, wie sie es machen, aber profitiert halt vom maximalen Loser-Bonus. Und der ist eben da, weil Astralis die Runden trotzdem immer gewinnt. So, hier jetzt aber mal ein First Break. Jetzt sollte ein Spieler schnell durchgeschickt werden. Wird die Smoke noch abgezielt? Ah, Stuko. Unlucky. Er selbst verteilt einen Headshot, aber Zipex dann noch im richtigen Moment zur richtigen Stelle gesprayt. So rotiert Sunny und Chris J ist wieder allein und genau in seine Richtung laufen sie auch. In der Mitte verliert dann Dupree das Duell. Ich denke, an B wird jetzt vorgehen und Chris J gewinnt. Bombe down. Sieht den Spieler oben, kriegt den auch noch, bevor der den Boden wieder berührt. Die Flash nach vorne, kann sich wegdrehen und den letzten mit dem letzten Schuss. Chris J hält die Banane also alleine und haben sie die erste Runde für Mousebots. AWP noch mitgenommen, also hat man hier auch ein Doppel-AWP-Setup bei den Mäusen. Das Geld bei Astralis sieht aber noch okay aus. Auch die spielen ein Doppel-AWP-Setup, ungewöhnlich für die T-Seite auf Inferno. Denn gerade wenn du ein Execute spielst, willst du viele Leute nach vorne schicken, damit du gut traden kannst. Und eine AWP kann eben sehr leicht von den CTs rausgetradet werden oder rausgenommen werden, wenn sie verschießt. Und eine aggressiv spielende AWP, die haut auch mal vorbei. So, Kirby. Jetzt wollte die Hauskontrolle aber unbedingt, deswegen bankt er hier schon mal. Oben hin, die Smoke hier wieder. Die liegt auf diesem Fensterrahmen, auf diesem Bogenrahmen, sage ich mal, auf dem unteren Teil. Und da guckt man eigentlich immer vom hinten vom Hauseingang, vom Balkon aus hin. Und dann sieht man eben die Füße von den Spielern, die die Treppe hochgehen. Das heißt, wenn ihr auf der T-Seite so eine Smoke seht, geht auf keinen Fall so weit nach vorne, dass euch der Spieler hinten am Eingang sehen kann. So, die Smoke hinterher. Der No-Scope von Oscar connected da nicht. Ja, und jetzt gehen sie zu zweit durch die Smoke. Oscar steht da mit der AWP und er lässt sie vorbei. Sunny ist das, Entschuldigung. Er kriegt aber nur den einen. Geht jetzt nochmal in die Mitte nach vorne und da schafft es, Dupree zu holen. Die Smoke in der Mitte lag da nämlich noch. Das heißt, kein Backup durch die Weiß, der auch noch die Bombe hat. Jetzt geht's da wieder rein. Die nächste AWP. Sunny macht's einfach im One-Shot. Und er kann da sogar noch den Spieler im Hausmeister ansagen. Holt auch den. Das ist der vierte Kill. Sunny auf dem Weg zum Ace und er macht es mit dem letzten Schuss. Ace von Sunny. Yam, yam, yam. Und das ist eine wichtige Runde für Mousebots gewesen, denn es ist die Folgerunde. Astralis
hat immer noch Geld. Also drei Spieler, die kaufen könnten. Und ich denke, sie machen da auch den Force Buy. Sie lassen aber Geld drin. Das heißt, sie nutzen jetzt schon den langsam steigenden Loser-Bonus wieder aus. Versuchen ihr Spiel auch immer zu variieren. Also Banane-Kontrolle täuschen sie meistens nur an. Haben anscheinend keinen Bock auf den fliegenden Holländer. Hier soll es jetzt aber wieder schnell nach vorne. Oh, da erwischen sich Sunny. Auch an dem Molotow nochmal vorbei. Die Flash war sehr wichtig. Chris J zeigt nochmal, für was er eigentlich bekannt ist. Für seine krassen AWP-Plays. Die Rotation braucht trotzdem noch ein paar Sekunden. Die Bombe mit dem Kill Dupree. Ganz wichtiger Frag. Die Bombe geht aber down. Chris J kann das aus dem Delta nochmal verteidigen. Keine HE dabei, die ihn schnell aus dem Spiel nehmen würde. Die Bombe liegt in der Ruine. Nicht die leichteste Situation für Astralis. Vor allem, weil Styko jetzt auch schon mit dabei ist. Der wird nochmal geholt. Zwei Schuss noch in der CZ vom Device. Chris J. Der No-Scope geht vorbei. Die Munition scheint leer zu sein. Das Messer ausgepackt. Device hat aber eine AK gefunden. Und wird am Ende doch noch von Robs geholt. 3-7. Und die dritte Runde in Folge. Mouseboards wirkt etwas sicherer. Ich würde da von einem extrem guten Start von Astralis sprechen. Und ja, wieder so ein bisschen verschlafen von Mouseboards das Ganze. Hoffen wir mal, dass sich das nicht so rächt wie auf Nuke. So, Glaive und Co. spielen wieder eine Pistol Kevlar Eco. Also so ganz hat dieser 3-Runden-Loser-Bonus noch nicht gereicht, um da eben durchzukaufen. Aber nächste Runde wird es wieder fleißig AKs geben und vielleicht ist die Runde ja sogar schon eine Runde, in der man gewinnen kann. Denn ein Spieler geht da schon down. Sunny in der Banane wieder früh gepickt worden. Dieses schnelle Durchpushen bringt fast immer ein Kill. Gutes Doppelsetup an kurz. Das rettet Oscar das Leben. So, dann gehen sie lieber wieder raus. Aber lang ist Glaive schon in der City Base. Und der dürfte Styko da jetzt steppen hören. Also er könnte jetzt auch sagen, Leute, ich fall den einfach in den Rücken. Und er hofft, dass Styko da jetzt... Und Styko kommt. Ja, Styko läuft ihm rein. Das ist nicht nur eine M4, sondern auch eine wirklich wichtige Position. Und jetzt splitten sie das Richtung B. Und da steht Chris J alleine. Er hatte seinen Mitspieler, er hatte Sunny da ja schnell verloren. Aber Oscar hat früh die Information bekommen. Robs weiß nicht, ob da vielleicht noch was verzögert übers Haus kommt. Aber sie geht jetzt... Sie legen es jetzt drauf an. Chris J geht oben runter, macht den Doppelkill-Spray. Und weiter, die dritte von Chris J. Nur noch Device. Der will noch die Bombe legen. Und Oscar ist rechtzeitig da. Holt ihn noch. Und Chris J an B macht hier einfach eine Top-Partie. Also da werden sich die Mäuse wirklich bei ihm bedanken können. Aktuell mit 12 Kills der Top-Fragger. Und die Partie hat richtig Pfeffer. Sehr viele Multikills da gerade auf Seiten von Mousebot. Starke Einzelleistungen, die wir da sehen. Aber auch hier ein Spieler, der am Ende den letzten Kill gemacht hat. Ein Oscar, der eben früh weiß, okay, A wird's wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt sogar so ein Offensiv-Push in der falschen Mitte. Mit zwei Spielern, die eine Rifle tragen, geht man da rein. Und man holt nur einen Kill und verliert beide. Oscar hier ein bisschen lucky den Smoke-Shot gegen Glaive bekommen. Was zumindest dann wieder ein 3 gegen 3 ist. Und Oscar macht den nächsten. Device geht down und Styko war da auch schon durchgepusht. Also an fast allen Positionen Aggressivität von Mouseboards und es macht sich bezahlt. Astralis wird überrascht und überrollt. So, aber vielleicht kann Kevin die Runde nochmal retten. Den ersten Kill, den bekommt er. Verliert allerdings ein bisschen HP dabei. Da hat man auch wieder schön gesehen, sein Shaky Aim, so nenne ich es gerne, ist wirklich, als würde er die Maus kurz schütteln und trotzdem ist er da gut drauf. Und Kirby kriegt dann auch noch Oscar. Ich weiß nicht, wie er den jetzt versucht hat. Der B-Spot ist frei. Die Bombe liegt da und jetzt versucht er mit der Smoke noch zu baiten. Und kriegt dann auch noch Styko und Kirby klatscht es. 1-on-3. Das war so gut gespielt von Kirby. Der bait mit der Smoke, dass er schnell Richtung B laufen würde. Und dann direkt abgezielt Richtung falsche Mitte. Und die Runde geht ganz eindeutig aufs Konto von Oscar. Der muss den AWP-Schuss da machen. Vielleicht ein bisschen panisch reagiert. Aber Mouseboards hat noch mal Geld, um nachzukaufen. 12 Runden gespielt. 3 noch vor uns hier in Halbzeit. Nummer 1. So, Sunny. Ja, sie machen den Turm, um über den Molotow nochmal drüber schauen zu können. Da ist direkt jemand gespottet worden. Und ich denke, jetzt wird man auch die HEs an der Stelle erwarten. Das spielt Sunny wieder gefährlich. Das war die Nate der CTs. Und noch eine, die aber auch nicht allzu viel Schaden macht. Die war jetzt der Einzige, der da den Müllschlucker spielt und die Granaten noch so ein bisschen abbekommt. Aber das wird ihn mit der AWP jetzt nicht wirklich stören. Da geht es wieder Richtung Banane vor. Sunny. Ja, sollte den Vorteil haben. Und geht jetzt aber nochmal rum.
vor der Flash? Da kam nicht mal eine Flash. Ein bisschen fahrlässig, da ohne Granate vorzugehen. Chris Jay, ich glaube, er hat keine mehr gehabt, muss jetzt wieder B alleine halten. Aber ich meine, wenn du Chris Jay in der aktuellen Form auf dem B-Spot sitzen hast, gibt schlecht. Ja, jetzt muss Oscar hin. Oh, ja. Aufpassen. Wird von Glaive geholt. Ich denke, ist so ein Standard-Bang. Oscar wollte sich da nicht verraten, indem er kurz zurückschießt. Das kann passieren. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler von Oscar, der vor der Smoke sitzen will, um Chris Jay eben zu supporten. Und der steht an der zweiten Obstkiste. Stücke hat kurz den Fuß von Glaive gesehen. Und ich glaube, sie schieben jetzt zurück Richtung A. Jawohl, sie gehen aus der Banane raus. Und jetzt muss mindestens einer auf den Spot gehen. Robs geht da erstmal zum Scooter, holt den Kill gegen Dupree, kann jetzt an kurz nochmal smoken und sich dadurch eben den Vorteil holt. Den Smoke-Push von Kirby kann allerdings nicht stoppen. Die Bombe wird jetzt gelegt, das muss Zipex abzielen. Macht er auch gut, sehr stark reagiert von Zipex, dass er genau weiß, ich muss den Plant von meinem Mate hier durchbringen und ihm den Rücken eben decken. Und so ist Chris Jay im Retake. Ein bisschen schade, dass Robs den zweiten Kill da nicht gemacht hat, der hätte die Runde entscheiden können. Zipex wirft die Granate, aber Chris Jay geht erstmal auf den Spot vor. Oh, was ein Shot! Chris Jay hat Kirby geholt, der war angeschossen und Chris Jay klatscht es! Chris Jay mit dem 1-on-2-Clutch, Retake und Diffuse. Die fünfte Runde für die Mäuse. Und wir gucken natürlich ganz gespannt aufs Geld von Astralis. Es sieht allerdings auch nicht gut bei den Mäusen aus. Astralis wird höchstwahrscheinlich eine Eco einlegen. Sie können dann in der letzten Runde nochmal durchkaufen und sie können auch mit 8 Runden schon zufrieden sein. Genauso gilt hier, wenn sie die Runde jetzt gewinnen, hat Mouseboards in der letzten kein Geld, wird auf 1400 resettet und das wäre natürlich so ein kleiner Neckbreaker, dann könnte Astralis auf 10 Runden kommen. Wird es ein 8 zu 7, ist alles drin. Ich denke, dass ein Mouseboards auf der T-Seite einige Runden holen kann. So, die ersten Schüsse und Granaten sitzen ganz gut, Zipex und Device kurz davor abzutreten mit 7 und 11 HP. Aber sie leben noch, bringen ihrem Team also auch Informationen. Und ich glaube, hier kam gerade die frühe Entscheidung, okay, wir haben keine offensive Banane-Kontrolle. Lassen B-Contact spielen. Und auch A ist so defensiv, dass sie jetzt nicht sagen können, ob da was vor A aufbaut. So, und da bereitet Sunny schon mal eine Flash vor. Aber mit dem Contact-Go könnte die zu spät kommen. Machen hier nochmal den Turm. Chris Jay dürfte da auch noch nichts gehört haben. Hat aber eine schöne Position gegen die Spieler. Oh, und da kommt der Run-Boost. Die Flash muss jetzt kommen. Die passt, aber wird voll geholt. Sunny geht down. Und Chris Jay mit Druck wirft nochmal eine zweite Flash. Denke ich auch, die ganz gut getimed. Aber Dupree hier vorne mit dem Kill. Das heißt, zwei schnelle Frags für Astralis. Nur einen Spieler verloren. Und jetzt bringen sie die AK auch noch. Oh, sogar hier oben hin. Dann hat Dupree das gesehen. Eigentlich muss Mouseboards drauf achten. Und Dupree geht down. Ich denke, das war zu viel gewollt von Dupree. 3 gegen 3, Kirby in der Ecke drin, wird wahrscheinlich erwartet, wird auch noch geholt. Oscar macht den nächsten. Kurzer Bang, ob da hier vorne direkt an der Wand jemand steht, aber da ist keiner. Ich glaube nicht, dass Glaive und Zipex das noch regeln können. Da muss Zipex schon ausrasten mit seinen 7 HP an der M4. Aber vielleicht ist ja auch Glaive. Glaive, der Erste, der Peak. Fokus gezogen. Und jetzt wird er rumziehen. Das ist eigentlich gut gemacht, aber die Fuse geht durch. Und Robs mit dem Letzten hat seinen Mate da richtig gut beschützt. Das war so gut vorbereitet von Astralis. Der CZ-Spieler baitet, der Fokus auf die andere Kante. Und dann mitgezählt, wann zieht man rum, wann wird man den Kill machen. Aber Robs hat aufgepasst. 8 zu 6. Wer mir hier nicht wirklich gut gefällt, ist Sunny. Der häufig eben nicht das beste Timing hat in der Banane. Häufig geholt wird, ohne einen Kill oder eben nur einen Kill zu machen. Und das sollte nicht das Ziel sein auf der CT-Seite. Hier wieder der Turm. Das ist wirklich viel Schaden gegen Device wieder gewesen. Es fehlt so der letzte Hit manchmal bei Mouseboards. Auch noch die Nate. Ah, kam nicht an. Stücko ist da noch rechtzeitig rausgegangen. Also diesmal wieder defensiv. Sunny wird es jetzt wahrscheinlich noch sicherer spielen. Stücko zieht sich da auch lieber wieder zurück. Man ist wieder auf dem defensiven A-Setup. Das heißt wieder keine Information. Die soll man jetzt anscheinend an B sammeln. So, Sunny muss noch ein bisschen warten mit dem Fixpunkt. Da kommt, glaube ich, auch eine. Da kam eine T-Flash geflogen. So, und Stücko wird die Smoke hier versuchen auszuprobieren. Kriegt die Flash, aber kriegt trotzdem seinen Kill. Alang ist nicht offen. Da steht noch Oscar. Der hat sich gerade verraten. Wird jetzt aber schnell versuchen, Robs da im Sandkasten noch zu unterstützen. Jetzt hat Sunny auch Alang übernommen. Das heißt, er kann ein bisschen weiter nach vorne gehen.
Chris J macht wieder seinen Job sehr gut in der Banane. So, und jetzt muss Oscar hier funktionieren. Die Deagle noch ausgepackt, wieder auf die AWP gewechselt. Zieht darum, macht den Kill. Aber wieder ein Trade-Frag. Astralis ist einfach so gut, wenn es ums Traden geht. Chris J aber hier das bessere Timing. Hat Kirby geholt, die Bombe. Also in der City-Base down. Er weiß, dass Dupree hier wahrscheinlich kommen wird. Die Bombe gepickt. Und Dupree wird wissen, dass Robs im Normalfall im Haus unterwegs war. Hat jetzt nochmal gefaked, dass er Richtung B geht. Er will also Robs jetzt hier Richtung City Base ziehen. Und Robs fällt nicht drauf rein. Das hat Kirby eben schon mal versucht. Die Steps sind laut und Robs mit dem letzten Kill, wie er sich hier einfach nicht hat vernaschen lassen. Ah, das ist der FPL Robs, den wir da kennen. Aber man hat schon gemerkt, dass Astralis da gerne die Mindgames auspackt. Und hier hat Robs eben das Steinschere-Papier-Duell nochmal gewonnen. Also eine wirklich geile Halbzeit. Sehr starke Plays, vor allem von Chris J. Auch ein Stuko. War es ein Stuko oder war es ein Sunny? Ich meine, Sunny hat einmal das Ace gemacht. Oder Stuko. Ich habe es jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf. Aber wir haben ein paar wirklich wichtige Runden von Chris J gesehen, wo er wirklich alleine den B-Spot halten musste. Oder die Banane eben halten musste. Und das hat er wirklich hervorragend gemacht. Und der Tag ist schön, wenn auf Inferno auch Counter-Strike gespielt wird, Leute. Ne? Hier Counter-Strike 1.0 wahrscheinlich. Weiß gar nicht, das war wirklich 1.0. Die späteren Versionen hatten dann ein etwas anderes Menü. So, und ja, noch einen kurzen Moment Geduld. Dann wird es mit Halbzeit 2 weitergehen. Es könnte auch sein, dass das jetzt hier wieder so eine 2,5 Minuten Pause ist von der ISL. Falls es auf dem Mainstream läuft. Aber ich glaube nicht. Da gibt es vom Tabellenspielstand her interessantere Matches. So, dann bin ich hoffe so drauf, dass die Mäuse das Momentum jetzt nochmal mitnehmen können. Sunny das Ace. Okay. Danke für den Hinweis an den Chat. So, und wie... Ja, wie reagiert ein Astralis darauf, dass sie 7:0 führen und am Ende trotzdem nur eine 8:7 Halbzeit haben? Ich denke, das wird die jetzt nicht allzu sehr stören. Es geht jetzt auch weiter. Halbzeit Nummer 2 beginnt in wenigen Sekunden und Astralis jetzt in verteidigender Position. So, was wird Zipex noch kaufen? Im Normalfall hat er die Granaten dabei. Auch er kauft Kevlar. Okay, also da soll einfach nur gut zurückgeschossen werden. Kein Diffuse-Kit. Ich denke, sei kein Loser, kauft Diffuser, kommt nicht von ungefähr. Ja, Glaive schon down. Das waren zwei Schüsse von Oscar. Oh, der Sprung-Headshot von Sunny. Ja, er wechselt nochmal auf die USP. Da hat ihm nicht viel gebracht. Oscar kann aber Dupree direkt holen. Und da macht Oscar noch Kill Nummer 3. Oscar hier auf dem Weg zum Pistol Ace. Hat den Spieler hier vorne noch gesehen. Lässt jetzt drauf ein. Und Oscar mit Kill Nummer 4. Aber wird dann doch gestoppt. Kein Ace für ihn. Stuko weiß auch, dass er in dem Duell mit der USP da noch den Vorteil hat. Jetzt sagt er noch Chris J an. Und von hinten, da kommt noch Robs. Also gibt noch einen Backstabber mit drin. Aber Stuko macht schon. Hört gar nicht auf zu schleichen. So, abgestürzt ist er aber nicht. 8:8. Mausboards. Gleicht die Partie also aus. Und wir sehen auch direkt zwei AKs. UMP. Und Stuko kauft die Galil. Also sie gehen schon auf Nummer sicher. Viele Molotovs auch dabei und bei Astralis geht es in den Force Buy mit vielen CZs. So, Kirby. Entschuldigung, oben drin. Dupree in der Mitte, also oben am Haus abgezielt. Mitte Aufbau auch von Mouseboards. Wahrscheinlich dann einen Molotov. Nee, einen Molotov haben sie ins Haus oben geworfen. Ja, der Doppelpeak in der Mitte.
kann gerade gegen eine CZ halt saugefährlich sein. Da ist auch kein wirklicher Refrag möglich. Aber sie sollten es langsam gemerkt haben, dass da keiner ist. Alang noch abgesmoked. Vier-Mann-Aufbau jetzt auch an A von Astralis. Also haben wir schon rotiert. Und Kirby mit dem ersten Kontakt. Die Deagle gesehen. Die Flash für Device. Sieht, dass einer in der Ecke sitzt und trifft Chris Jay auch noch so, dass er fällt. Die Bombe down. Noch die dürfte man gesehen haben. Vielleicht jetzt nochmal die späte Entscheidung, die Banane einzunehmen. Und Mausbots hat Glück. B wird jetzt natürlich nochmal rotiert. Also Device verschiebt wieder Richtung B. Das ist mehr ein Gefühl, aber auch ganz richtig. Sie haben Mausbots da einfach wenig zu lachen gegeben in der Mitte. Robs kommt da nochmal raus und sehr schön den Backstabber abgefangen. Kann er hier noch ein Spieler halten? Sie rotieren sogar zurück. Es wird ein Doppelfake. Wichtig, dass Robs jetzt am Leben bleibt. Die Spotkontrolle halten kann. Kiabi holt aber noch den ersten. Hat er gesehen, dass die Bombe durchgeht. Da schießt er nur knapp vorbei. Sunny mit 17 HP und Styko hat die Mitte übernommen. Da muss Kiabi dran glauben. Und Styko kann auch direkt ins Haus reingehen. Ich denke, das sollte dann die Runde für Mausbot sein. Ist ein bisschen schwer zu sagen, gerade mit den Deagles und mit der CZ. Styko weiß auch, down gehen ist eigentlich keine Option. Den Gegner beschäftigt halten, dass er eben mal kurz nicht nach vorne kann. Und jetzt geht Rob sogar hinterher. Holt den ersten und holt den zweiten. Sauber gearbeitet hier von ihm. Das waren 4K. 8 zu 9. Und Astralis geht in die Full Eco. Also ich denke, Kirby könnte hier noch eine Deagle oder eine P250 kaufen. Irgendwas wird noch ausgepackt. Oder wirklich super diszipliniert, einfach nur mit den USPs. Dann würde ich gern was Gestacktes sehen. Das könnte jetzt wieder so ein Mitte-Push werden, aber nein. Also vom Aufbau werden sie einfach Standard stehen. Und das wird nicht funktionieren mit den USPs in den einzelnen Duellen. Und gerade auch mit den Granaten, wir sehen es hier. Oh, kein guter Fokus. Bisschen lucky dafür, Dupree, dass es keiner abgezielt hat. Banane-Kontrolle ist halt schon da, aber wirklich einen Kill hat Mausbots eben noch nicht gemacht. Und da ist man falsche Mitte sogar schon durch. Also Dupree mit viel Information in der Mitte hat sich Mausbots auch verraten. Deswegen wird da von B schon rüber rotiert. Aber es fehlt immer noch an Firepower. Es sollte immer noch easy an Mausbots gehen. Aber was, ein Klick auch schon wieder. Dupree auf die Distanz mit dem nächsten Kill. Überzahlsituation. Nächster Headshot. Was ist denn hier bitte los? Mausbots wirkt wie von der Tarantel gestochen. Da gab es, glaube ich, noch Team-Damage dabei. Und da muss Styko jetzt mal die Faust auf den Tisch schlagen. Ay caramba, die sind drauf und dran, hier gegen eine Full-Eco zu verlieren. Und ich denke auch, dass Zipex und Glaive da noch hingehen werden. Und die wissen, da wird viel Damage reingeflogen sein. Da wird die MAC-10 hier noch gesaved. Sie gehen zurück, okay. Der Move von Zipex, dass er sich defensiver aufgestellt hat, zeigt uns eigentlich, dass das hier kein Retake mehr wird. Und jetzt sind sie nur noch auf Exit-Frags aus. Also sie werden Mausbots versuchen, alle Waffen abzunehmen. Und es wird wahrscheinlich funktionieren. Die müssen vom Spot weg. Ah, da nochmal der Kill. Aber schaffen sie das noch rechtzeitig? Laufen Richtung Mitte. Ich denke, Styko könnte es schaffen, aber Robs wird draufgehen. Robs geht down und auch Styko ist down. Also alle 10 Spieler in der Runde gestorben. Aber ich denke, das ist Vorteil Astralis, denn das war eine super teure Runde für Mausbots und das nur gegen USPs. Also, warum hat man das so hektisch gespielt? Warum ist man einfach raufgelaufen nach diesem First Rank? Das sah zu panisch aus von Mausbots. Hat man richtig gemerkt, dass sie anscheinend viel Kontrolle verloren haben. Das hat mir nicht gefallen. Na gut. Erste richtige Waffen gegen Waffen. Mausbots hatte ja genügend Geld zurückgelegt in der Runde davor, um hier nochmal kaufen zu können. Die Nate hat sogar noch so viel Damage gemacht, dass Styko hier ein One-Shot gegen die M4 ist. Auch wenig Helme bei Astralis. So, und Robs vorne. Sehr schöner Go. Bleibt lange im Monitor. Das ist viel Damage, aber Styko mit dem Follow-up gegen den Spot. Also der House-Go. Läuft. Die Bombe wird gelegt, Mitte-Kontrolle haben sie ebenfalls. Und ihr seht, wie Astralis hier reagiert. Direkt zurück Richtung B. Also, zwei schnelle Kills von Styko und Robs und die Runde ist safe. Aber das ist klassisches Inferno. Der schnelle House-Go, eines der Mittel, mit dem man den A-Spot eben sehr gut herausfordern kann.
Auch wenn jetzt hier nochmal eine Waffe verloren geht. Sie machen noch einen Frag gegen Device. Die AWP könnte man noch picken. Ich denke, Zipex wird das versuchen. Da muss Glaive jetzt aber auch schauen, dass er die Banane noch ein bisschen unter Kontrolle hält. Und auch Mousebots muss mit dem Geld natürlich wieder aufpassen. Also kann jetzt nicht sein, dass sie jetzt hier wieder alle Waffen verlieren. Aber die AWP da nochmal rausnehmen, das wäre natürlich was. Robs geht da nochmal hin. Nein, er schafft es nicht, Device, Zipex die AWP abzunehmen. 11 zu 8. Ah, was wird es jetzt? Erstmal AWP an Device weitergegeben. Und sie kaufen ein bisschen runter. Auch Astralis ja hier direkt mit 4 Runden in Folge verloren. Wird nächste Runde durch den Loser-Bonus halt wieder easy kaufen können. So, der Jump von Sunny und wieder Information. Dupree, das war ein Hit. Und das war ein Headshot. Also, so kannst du eine AWP natürlich auch ausschalten. Das war halt echt stark reagiert hier. Von Dupree und der. Und Kirby will auch noch mitmachen. Device mit dem nächsten. Das war wieder dieses Tempo, das Mousebots eben an den Tag legt. Sie wollen schnell ein schnelles Umschaltspiel. Aber sind an jeder weiteren Position eben gestoppt worden. Und das war eine flawless Round für Astralis. Nicht mal komplett ausgerüstet gewesen, das Team. Und trotzdem durch starke Deagle Shots von Dupree und Kirby sowie dem guten Positioning dann auch von Device da gewesen. So, Frage. Ein Device steht hier hinten in der Bibliothek. Warum wirft man, wenn man nach vorne läuft, nicht hier noch eine Smoke hin? Das geht auch mit dem Timing, das Mousebots da hatte. Ein einziger Spieler, der dann eine Smoke werfen muss, der einen Unterschied machen kann. So, Robs. Ah, laufen sie durch. Zipex wartet noch. Kriegt den Doppelkill, kriegt den Triple. Ja, 4er Spraydown bekommt er nicht. Trotzdem schön gemacht. Und das Backup ist dann auch lange da. Die Ablenkung, die passt ja. Device darf sogar noch einen Kill machen, auch wenn er die Nate hier abbekommt. Die letzte Position durch die Granate auch bekannt. Und wieder ein easy Kill für einen Astralis-Spieler. Ja, kann man passieren, dass man die Sandsäcke vergisst bei so einem schnellen Go. Man will versuchen, den Spieler, der auf den Spot läuft, dass man den schnell holt. Und das war in dem Fall eben der Bait. Das wäre so der Moment, wenn man da später drüber spricht, wo man sagen kann, hey Leute, pass mal auf, der zweite oder dritte, der kann in so einer Situation dann nochmal Richtung Sandsäcke schauen. Ich denke spätestens der zweite, eigentlich der zweite sollte es dann machen, beim dritten kann es ja schon zu spät sein. Zipex, den hat es jetzt mal erwischt, mit unten steht aber schon Blade. Der hält da zum Glück nicht Oscar fest, aber der hat mit seinem Taser nochmal Damage gemacht. Sie merken gerade, der Spot ist frei. Und jetzt seht euch an, wo Sunny schon steht. Das muss Device abziehen. Und Device kriegt sie noch. Kirby kommt noch hinten über die Banane rein. Zusammen mit Glaive. Die sind jetzt beide low HP. Und das muss von der Ruine jetzt verteidigt werden mit den Pistolen. Erstmal zieht man hier rum. Dupree, das nächste Brett, das da durch die Gegend fliegt. Was für Shots hier. Und Dupree mit der nächsten Siegelschelle. Die sind gerade absolut im Tunnel. Astralis mit dem Ausgleich. Und ich denke, Mousebots wird gegen den Astralis, das so gut umschießt und vor allem sehr schnell reagiert hat auch wieder in der Runde, wird es wirklich schwer haben. Das waren einige Vorteilspositionen, die Mousebots gerade eben hatte. Und durch wirklich starke Reflexe von Dupree wird hier einfach direkt gesagt, ja, bis hierhin und nicht weiter. Mal sehen, ob es mehr als 11 Runden für Mousebots geben wird. Die können nochmal kaufen. Wir gucken direkt auf den Aufbau. Falsche Mitte. Eingenommen. Und Oscar mit dem First Frag. Ja, da ist man oben drin. In der Banane geht es jetzt nochmal zur Sache. In der Mitte Dupree durch. Ich glaube, er hat sich die AWP geschnappt. Ja, eine gute Position für den Erlangspieler mit der AWE. Immer wieder eine gute, also immer wieder gute Position, um sich zurückzuziehen. Kirby. Mit dem Molotow oben ins Haus. Drängt da erstmal Robs zurück. Mitte geht's jetzt allerdings vor. Da haben sie einen kleinen Turmaner lang versucht. Plus Kirby immer noch alleine. Ja, und er merkt jetzt gerade, okay, hier kommt der Go. Die Smoke hilft ihm nicht. Die ist sogar mehr eine Deckung für Sunny, um auf den Spot zu laufen. Da steht Dupree trotzdem noch gut. Die Bombe liegt noch in der Mitte hier bei Oscar und der wird jetzt gerade abgestellt, die zu holen. Er muss jetzt hier flashen. Er musste seine Peak-Position eben aufgeben. Flashen, smoken meinte ich. Er smokt aber lieber Alang und geht dann übers Haus mit hinterher. Geht dem Duell da also aus dem Weg und Chris J hält da sogar noch 3 Spieler an B fest. Astralis ist fest von der Rotation von Mousebots ausgegangen. Ein 3 gegen 3, die Banane
ist jetzt sogar schon eingenommen worden von Astralis. Sie haben die Information, über den Weg baut niemand auf. Jetzt könnte hier direkt zu einem Safe von Astralis kommen. Ich bin mal gespannt. Ja, aber da bewegt sich Dupree nicht vom B-Spot weg. Lassen sich viel Zeit hier in der falschen Mitte. Und ich glaube, dass es eher ein Waffensafe ist, bei dem sie ins Haus gehen werden. Ah, wir schauen mal. Dupree in der Mitte, Zipex in der Mitte, Dupree im Haus, Glaive im Haus, Entschuldigung, Dupree ist ja immer noch an B. Und Mouseboards, ja, ich denke, dass es Styko da erwischen wird. Nein, Styko überlebt auch noch. Okay, also die Bombe, ja, so weit hinten gelegt, dass es nicht so viel Schaden macht. Und Mouseboards, ah, hier mal mit der richtigen Entscheidung. Also diese Langsmoke hinten geworfen, diesmal kam sie. Dann sind sie an kurz erst durch, aber dadurch, dass es diesen letzten Druck an nach dem Kill gegen Kirby an A nicht gab, ist Astralis wieder davon ausgegangen, dass es eben Richtung B geht und deswegen haben sie überrotiert. Das war ein Read. Ich denke, der war auch gar nicht so schlecht. Mouseboards hat gezeigt, dass sie sehr gerne, sehr schnell rotieren. Aber Mouseboards hat eben auch gezeigt, dass sie diese Rotation von Astralis gerne ausnutzen. Also es war wirklich ein starker Midround-Call. Von Mouseboards. So, Haus eingenommen. Da geht's jetzt langsam vor. Und unten im Pit steht Kirby. Das geht raus. Schön getimt das Ganze. Der Pit-Spieler down. Der Bot-Spieler wird noch geholt. Und sehr schöner Fokus noch von Oscar. Den dritten Spieler hat er ebenfalls bekommen. Ja, und deswegen haben wir drei schnelle Kills gegen den A-Spot. Und so langsam erkennen wir da eine kleine Schwäche von Astralis. Der Haus-Kurz-Split. Der sehr gut ist von Mouseboards. Ihr habt den Fokus gesehen. Der Spieler, der aus dem Haus rausspringt, mit dem Fokus Richtung Spot. Der Spieler, der über kurz kommt, mit dem Fokus Richtung Pit. Und, Entschuldigung, die Kills habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich wollte es kurz noch zeigen. Die Follow-Up-Spieler hier oben bleiben stehen und können natürlich vom High Ground dann sehr gut abzielen in die Richtungen. Also das ist alles besprochen. Baut natürlich auch darauf auf, dass die Leute ihren Kill machen, aber das funktioniert. Sie versuchen jetzt auch zu handeln, finde ich eine gute Entscheidung. Das Geld bei Astralis ist noch nicht niedrig, deswegen jetzt versuchen hier eine AWP rauszunehmen, wäre ja lohnenswert gewesen, haben sie aber nicht geschafft. Das ist fürs Late Game sehr gut für Astralis. Sunny und Co. spielen aber wirklich eine starke T-Hälfte, insgesamt eine wirklich gute Inferno-Partie hier. Und ich habe es angesprochen, das ist ein Mouseboards, das Ruhe bewahrt. Auch wenn es im Spiel nicht ganz so gut aussieht. So, die Smoke hier. Die könnte mit Absicht geworfen worden sein. Ich gehe jetzt erstmal von einem Fehler aus, den Kirby hier gemacht hat. Aber es ist wieder diese fehlende Hauskontrolle. Ja, die Flash aufgebaut. Kirby dreht sich weg, er wartet noch auf die zweite, kriegt den ersten Kill, aber den Spieler unten hat er nicht bekommen. Und X-Ray geht natürlich wieder an. Diesmal passen die Trade-Kills von Astralis ein bisschen besser. 3 gegen 3 und die Mitte-Kontrolle, die fehlt Mouseboards. Da musste der Pit-Spieler, Chris J, kurz noch decken, während die Bombe gelegt wurde. Aber ich finde es gut, dass Robs jetzt mit in den Sandkasten reingeht. Doppeldeckung aus dem Pit ist schwierig zu regeln. Da gibt es den Anschuss gegen Chris. Er muss gucken, dass er überlebt. Es wird versucht, ihn zu bangen, aber das gelingt nicht, denn das Haus darf man nicht vergessen. Und Chris sieht es. Chris mit dem vielleicht wichtigsten Kill. Robs macht blind noch den Frag gegen den Spieler von Alang. Die Position von Device ist bekannt. Er kriegt hier noch eine dicke Nade ab. Dann zieht Robs eben rum. 14 zu 11. Mouseboards auf dem Weg hier Inferno zu gewinnen. Und Astralis, die haben wirklich viel Geld zurücklegen können. Überlegt mal, die haben 3 Runden in Folge verloren und haben immer noch genügend Geld für AWP, 4x M4 und jede Menge Granaten. Aber jetzt ist Schicht im Schacht, Leute. Wenn sie die Runde jetzt verlieren, kriegen sie 3-4 dazu. Das wird für Glaive reichen, um nochmal die AWP zu kaufen. Der Rest kann dann überlegen, auf Farmers zu gehen. Vielleicht auch UMP, um mehr Granaten zu haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Runde jetzt. Für beide Teams. Mouseboards könnte hier den ersten Schritt in Richtung Sieg machen, während Astralis den ersten in Richtung Comeback machen könnte. Und wieder geht's das Haus raus.
So, diesmal kriegt Kirby und vielleicht ein bisschen besser. Kirby mit zwei Kills. Sunny holt den Spot-Spiel, aber Clave ist rechtzeitig verschoben. Und sie verlieren dann auch Oscar oben drin. Ja, never change a running system. In CSGO muss man es irgendwann verändern. Chris J kann zwar nochmal den Kill gegen Kirby machen, aber das reicht nicht. Er wird geholt von Glaive. 12 zu 14. Auch Mouseboards kann nachkaufen. Das macht es für Astralis noch ein bisschen schwieriger jetzt. Sie können zwar sehr gut kaufen. Wenn sie die Runde jetzt verlieren, gibt es aber nur 1400 dazu. Das würde dann schlechter aussehen, als wenn sie die Runde eben verloren hätten. Aber ich denke, es war wichtiger, jetzt die 15. erstmal abzuwenden. Und selbst wieder ein bisschen herauszufinden, was eben funktioniert. Und Mouseboards muss jetzt was anderes zeigen. Nochmal den A-House-Go zu spielen, wird wahrscheinlich nicht klappen. Das Gute für Astralis, sie haben es geschafft, den Go zu blocken, ohne dass sie die mehr Spieler da verschieben mussten. Jetzt kriegen sie aber den Entry im Haus. Also Mouseboards könnte jetzt direkt sagen, okay Leute, umbauen, wir machen jetzt einfach nochmal den House-Go. Aber ihr seht, dass immer noch drei Spieler von Astralis an A stehen, weil sie in der Banane die Kontrolle bei Device haben. Der hat allerdings keine Flash. Das heißt, wenn sie den sehen, können sie ihn handeln. Robs wird in den Pit geflasht. Oh, Kirby war da blind. Aber kein zweiter Frag für Robs. Das war schon wichtig. Und Device musste sich zurückziehen. Da ist aber nur einer die Banane hochgerannt. Sunny ist schon in der City Base durch gewesen. Sehr viel Chaos und anscheinend auch sehr viele Lücken. Aber hier könnte Sunny nochmal drauf gehen. Ja, Zipex passt da auf. Jetzt haben sie den Spieler verloren, der eigentlich die Kontrolle über den Spot halten sollte. Und Zipex, wenn er hier noch ein bis zwei Kills machen kann. Und seht euch erstmal die Smoke an, wie Mouseboards das Tempo rausnimmt. Die Steps hat Zipex gehört, hat sich gut auf den Spot hingestellt, wird vorher aber gesehen. Oscar mit dem Kill, der zieht den letzten an und aber die 15. Runde für Mouseboards. Und jetzt das Geld von Astralis. Boom. Das ist richtig low. Ihr seht, Astralis, Dupree geht schon auf die Mac 7. M4s werden dann auch gekauft. Die haben dann wenig Granaten. Zipex geht auf die CZ, hat dafür die Nades dabei und auch die UMP bei Kirby noch gut ausgerüstet. Aber kein Diffuse-Kit. Und so gut wie Mouseboards bisher den A-Spot angespielt hat. So häufig, wie sie früh zu einem Plant gekommen sind, würde ich sagen, ein fehlendes Diffuse-Kit in dieser Runde könnte auch den Unterschied machen. Mouseboards bekommt auch diesmal früh Banane oben die Kontrolle. Jetzt wird schon dritter Spieler Richtung B geschoben. Aber Chris J schon mit dem ersten Kill. Dass da noch ein Spieler direkt hinterher schiebt, damit hat er nicht gerechnet, aber das könnte eben der dritte Spieler sein. So, im Haus oben. Da steht Robs an der Smoke. Aber mit Mac 7 hat er gegen die Mac 7 könnte da ein großes Problem haben. Device. Man den Molotow noch abbekommen, kann nicht reinzielen. Das nutzt man, um hochzukommen. Aber schön den Winkel noch gehalten. Bisschen Damage durch den Molly noch bekommen. Und geht er das Risiko ein, durch die Smoke nach vorne zu gehen. Er wartet noch kurz ab. Er hat zwei Spieler, die aus dem Pit noch gut stehen. Der Molotow kommt. Kirby wurde gesehen. Er löscht den Molotow und hat jetzt sogar eine kleine Bug-Smoke an der Stelle. Weiß nicht genau, wie er die jetzt nutzen möchte. Die Bombe noch in der Mitte. 2 gegen 4. An kurz, oh, da oben Oscar wird gesehen, aber Kirby auch gespottet. Droppt nochmal runter, das ist die Mac 7 da oben. Oscar hat er nicht gesehen, er hat ihn noch gespottet. Er hat ihn noch gespottet und er macht den Kill gegen den Hausspieler. Also das, und Styko hat auch noch einen bekommen. Das 2 gegen 4 dreht man, die Bombe wird gelegt und ich habe es gesagt, da ist kein Diffuse-Kit im Spiel gewesen in der Runde. Zipex hat eine M4, er hat eine Smoke. Ich denke, ein Kill könnte es nochmal aufreißen. Jetzt kommt erstmal die Smoke, sodass der Spieler aus dem Mini-Pit da nicht viel machen kann. Er flasht sich nach vorne, will direkt auf den Spot. Die nennt man nicht viel Schaden. Er kriegt direkt Oscar und jetzt geht er direkt ins Duell. Sucht so früh wie möglich das One-on-One und verliert es. Styko zum 16 zu 12. Mouseboards gewinnt also auf Inferno. Und ich denke, das war eine saustarke, eine sehr schöne Partie von den Mäusen. Hat mir richtig gut gefallen. Schwacher Start auf der CT-Seite, aber wirklich sehr gut zurückgekommen, sehr gut zurückgeschossen irgendwann. Und ja, wirklich ein verdienter Sieg, ne? Schön ausgenutzt, dass Astralis so viel Probleme mit diesem House-Push eben hat. Das lange ausgenutzt, bis es nicht funktioniert hat. Dann sogar ein First Frag im Haus selbst bekommen. Und immer wieder Rotationen von Astralis eben ausnutzen können. Hat mir einfach gefallen. War einfach super lecker. Okay, Leute. Wir schauen jetzt mal, da es der letzte Spieltag eben ist.